Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Heute schauen wir uns ein Pössl Road Cruiser XL an. Denkt ihr, habt ihr schon oft gesehen? Stimmt. Aber in diesem Video schauen wir uns an, was man alles an so einem Road Cruiser XL anbauen kann. Motorradbühne mit 250 Kilo, vollautomatische Sattanlage, zwei Solarplatten und allen möglichen Kleinkram noch drumherum. Was das sein wird, zeige ich euch in dem heutigen Video vom Pössl Road Cruiser XL. Viel Spaß damit! Ja, so wie ihr das gerade gesehen habt, sieht ein Pössl Road Cruiser XL aus, wenn ihr ihn in der Traumfarbe Campovolo Grau oder Grigio Campovolo, weil es ja ein italienisches Produkt ist, bestellt. Also für mich eine Farbe, die hervorragend zu dem Auto passt und so wie wir es heute gemacht haben, insgesamt sowieso mit dem ganzen schwarzen Thema eine tolle Sache. Aber dazu erzähle ich euch nachher noch ein paar Kleinigkeiten dazu. Bevor wir richtig mit dem Video starten, denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Warum solltet ihr das tun? Nicht nur unbedingt, damit ihr von allen neuen Videos immer Infos bekommt und immer up-to-date seid, damit ihr wisst, was in der Pössl, La Strada und Westfalia Welt so los ist, sondern auch, um uns damit zu belohnen. So ein Abo unter diesem Kanal oder für diesen Kanal ist unser Lohn. Genauso wie ein Like unter diesem Video, sollte es euch gefallen. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt einfach unten in die Kommentare, was ihr beim nächsten Mal anders haben wollt. Ja, so viel zu dem administrativen Teil. Heute geht es aber um den Pössl Road Cruiser XL. Wir haben euch schon das ein oder andere Mal einen Road Cruiser XL gezeigt. Da verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung und jetzt auch in der Ecke da oben. Oder in der, ich weiß es nicht genau, aber das kriegt ihr ja eingeblendet. Die Videos, die wir gemacht haben, wenn ihr so technische Daten, Fakten, wie groß sind die Betten, das haben wir alles ganz genau gemessen. Das könnt ihr euch dort genau anschauen. Heute geht es mir vor allem darum zu zeigen, wie kann ich so einen Road Cruiser XL zusätzlich individualisieren? Was habe ich für Möglichkeiten zu machen? Und hier an dem Wagen sind viele, viele Kleinigkeiten, Fahrwerk, Felgen, da kommt sogar noch Folierung, wie man das so klassisch im Tuning sagt, mit dazu. Deswegen fangen wir mit dem eindrucksvollsten an, weil das was ist, was wir, glaube ich, auch bei uns auf dem Kanal noch nie gehabt haben und weil es auch nicht so häufig passiert. Und zwar ist das die Bühne hier hinten. Jetzt kann man im ersten Step sagen, Bühnen haben wir ja schon mehrfach in allen möglichen Varianten gehabt, aber sicher noch nicht so wie diese hier, weil diese Bühne zum einen komplett rausziehbar ist, dass ich sie auch voll beladen die Türen aufmachen kann. Ob das wirklich funktioniert, probieren wir gleich aus, weil ehrlicherweise habe ich es selber noch nicht gemacht. Und die Bühne kann 250 Kilo tragen. 250 Kilo. Normale Bühnen, alles was wir sonst so machen, 120 Kilo, immer gar kein Problem. Für E-Bikes 80 Kilo auch kein Thema, 170 auch nochmal. Aber 250, das ist halt schon echt ein Brett. Und das kann man ganz klar sagen, guck mal, ich darf da drauf hüpfen. Um euch das zu versinnbildlichen, so wie das ist. 250 Kilo Traglast, ich habe etwas über 100 Kilo, das sind quasi 2,5 Markus. Das wäre so, als wenn ein Markus hier stehen würde, ein zweiter Markus hier quasi nochmal daneben stehen würde und noch ein halber Markus hier ganz außen dabei. Das sind ungefähr 250 Kilo. Das Tolle an dieser Bühne von der Firma Fiedler, das ein kleinerer Hersteller oben aus Bremerhaven ist, dass das zum einen qualitativ echt eine gute Geschichte ist und zum anderen eben diese hohe Traglast hat. Und die ganz clevere Idee ist, dass man die meisten der Bühnen von den Kollegen so nach außen schieben kann, auch wenn sie voll beladen sind. Und das Tolle ist einfach, wenn ich das Ganze nach außen schiebe, kann ich eben die Klappen ganz normal mit aufmachen. Hier kann man nachher dann draufstellen, was immer man will. Entweder fertigen die Transportboxen an oder hier wird ein Motorrad draufkommen. Da gibt es noch so einen Fuß vorne für das Rad, aber das muss erstmal mit dem Motorrad angepasst werden. Und wahlweise könnt ihr die in Silber haben, das wäre die Standardvariante, oder so wie das hier ist in dem Schwarz. Und gerade bei dem Auto hier, wo wir uns ganz konsequent über die Gedanken Schwarz-Grau gemacht haben, passt das natürlich in dem Schwarz hier hervorragend dazu. Das Nutzungsprinzip ist relativ einfach. Ihr habt hier so Grundaufnahmen am Fahrzeug dran, in denen ist das Vierkantrohr reingeschoben. Und wenn ich die Bühne nach hinten rausziehen will,
löse ich das einfach hier vorne und kann sie im Prinzip parallel nach hinten rausziehen, bis ich die Türen aufmachen kann. Klar sein muss euch, dass das nicht bei jedem Auto mit komplett zu öffnender Tür ist, sondern wir haben jetzt hier einen Road Cruiser XL von Pössl. Der ist 6,36 Meter lang, dadurch haben wir hier den etwas längeren Überhang. Wenn ihr ein 599er Fahrzeug hättet, ist der Überhang nicht so lang, dann kann ich auch nicht ganz so weit rausziehen, weil ich nach vorne unterm Fahrzeug nicht genug Platz habe, um das Ganze zu machen. Hier gehen aber die Türen wirklich ganz auf, beim kürzeren eben nicht ganz. Um die Bühne jetzt rauszuziehen, ist das einfach hier ein Schnellspanner, den ich lösen muss. Und dann habe ich so einen Kurbelmechanismus, den ich hier anhebe, womit ich quasi dieses Rohr auf eine Rolle hochhebe und das Ganze mit dem Bolzen entspanne quasi. Und das Ganze mache ich hier auf der anderen Seite nochmal ganz genauso. Wenn du einmal hier von der Seite mit drauf guckst, quasi einmal den Schnellspanner öffnen und dann hier mit einmal anheben. Dann ist hier eine kleine Rolle, die drückt das Ganze nach oben. Der Bolzen hier ist schon gelöst. Und jetzt sollte das so funktionieren, dass wir einfach die Bühne hier nehmen können und parallel einfach nach hinten rausziehen. Bevor ich sie ganz nach hinten rausziehen kann, muss ich natürlich den Stecker abnehmen, damit ich ausreichend Weg nach hinten habe. Und damit die Bühne weiß, wann es quasi zu Ende ist, sorge ich jetzt dafür, dass die Bolzen gleich, da ist ein Loch unten in dem Rahmen drin, dass wenn das weit genug draußen ist, dass die Bolzen da einrasten. Und jetzt kann ich die Bühne eben nehmen und das Ganze einfach nach hinten rausziehen. Man hat das Einrasten gehört. Hier ist Ende und jetzt habe ich hier richtig Raum dazwischen. Was mag das sein? Ich glaube, 70 cm geben die an. Wobei, das ist mehr als 70 cm, die ihr das rausziehen könnt. Jetzt stehe ich hier. Ihr müsst euch immer vorstellen, hier sind die 2,5 Markusse oder das Motorrad und mache meine Klappe hiermit auf und kann beide Türen öffnen und kann so natürlich perfekt an meinen gesamten Stauraum vom Fahrzeug rankommen. Das meiste von dem, was hier drin ist, ist dann ja draußen und ihr habt dann hier, keine Ahnung, Getränke, Stauraum, Fahrräder, alles, was ihr sonst noch so braucht. Und das, glaube ich, ist eine mega praktische Lösung. Was gibt es für Alternativen dazu? Wenn ihr nur E-Bikes haben wollt, vielleicht so einen Busbiker, den wir schon ganz häufig gezeigt haben, oder von Vitec die Slide Move, auch eine tolle Lösung. Und dann gibt es natürlich 1000 verschiedene Rollerbühnen, die 120 oder 170 Kilo tragen können. Ja, insgesamt einfach eine schlüssige Geschichte. Und ich hoffe, dass es genauso schnell zurückgeht. Einfach Tür zu. Richtig zu. Den wieder rausdrehen, dass die Bühne weiß, dass es wieder reingeht. Und jetzt nehme ich meine ganze Bühne und schiebe die einfach wieder rein bis zum Anschlag. Schnellspanner auf der einen Seite davor. Schnellspanner auf der anderen Seite davor. Runterlassen, dass er nicht mehr hängt. Und etwas komfortabler wäre das gewesen, den vorher festzumachen. Aber so kommen wir da auch rein. Wenn ihr so eine coole Bühne an eurem Fahrzeug habt, dann geht es natürlich auch nicht nur um die Bühne und dass die Bühne technisch in der Lage ist, 250 Kilo zu tragen. Dann geht es unterm Strich natürlich auch darum, was darf das Auto, wo wir die Bühne dran machen, tragen. Und da muss man sich ernsthaft Gedanken drüber machen, bei welchen Fahrzeugen macht das was für einen Sinn. Hier beim Road Cruiser XL haben wir zum Beispiel immer das Maxi-Chassis. Das ist bei den Jumbo-Kasten von Pössl, also beim Revolution, beim XL, der hohe und lange Kasten ist das immer das Maxi-Chassis. Bei allen anderen, wenn ihr das haben wollt, müsst ihr das separat bestellen. Ist es so, dass wir zwar von den Achslasten mit 2,1 Tonnen vorne und 2,4 Tonnen hinten durchaus ausreichend Zuladung an den einzelnen Achsen haben, aber das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen sicher keine 250 Kilo Zuladung Motorrad hinten zulässt. Ich muss ja ganz klar sagen, wir haben ungefähr 3 Tonnen Masse im fahrbereiten Zustand des nackten Autos. Dann kommen bei solchen großen Autos aber natürlich auch immer noch weitere Optionen mit dazu. Und hier zum Beispiel haben wir ja so viele Sachen mit dran gebaut und alleine die Markise, die abnehmbare Anhängerkupplung, die da noch mit dran ist, das geht 25 Kilo, 30 Kilo, Zusatzbatterie wieder 25 Kilo. Wir haben sicher, so wie der hier steht, eine Masse im fahrbereiten Zustand, 3250, 3300 Kilo irgendwo da.
Da braucht man jetzt natürlich nicht mehr sagen, okay, 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht, ich stelle noch hinten Motorrad drauf, dann bin ich ohne Beifahrer ja schon drüber. Deswegen ist da die ganz klare Aussage, Empfehlung, nahezu Pflicht zu sagen, wenn ich so eine schwere Bühne hinten dran machen will, dann muss ich den Wagen in dem Zusammenhang auch auflasten. Haben wir hier natürlich gemacht. Der Wagen, so wie er jetzt hier steht, hat 4,25 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Und dann ist auch alles in Ordnung, wenn Motorrad und alles draufsteht. Wie erreiche ich das? Am Ende durch Umrüstung des Fahrwerks. Wir haben jetzt bei dem Wagen hier ein vollständiges Goldschmidt Route Comfort Camper Smart oder so ähnlich heißt es. Auf jeden Fall haben wir an der Vorderachse geänderte Federn und Dämpfer. Das ist aber weniger das Auflastungsthema. Zusätzlich haben wir aber an der Hinterachse hier hinten eine Zusatzluftfeder von der Firma Goldschmidt verbaut und mit der Luftfeder hinten dran habt ihr eben dann die Möglichkeit, das Ganze aufzulasten. So habe ich dann einfach die Möglichkeit, insgesamt, wie gesagt, 4,25 Tonnen maximal zu haben. Neben dem Thema Auflastung bringt das vor allem einen echt besseren Fahrkomfort, der einerseits natürlich durch das Fahrwerk kommt, vorne und hinten geändert. Das macht wahnsinnig viel aus. Das haben wir jetzt an unserem Auto ja auch mit deutlich über 10.000 Kilometer erfahren dürfen. Was aber auch ein ganz entscheidender Beitrag zum Fahrkomfort ist, sind die Felgen. Wir haben jetzt hier die OAC-Felgen wieder mal mit drauf, weil das einfach zu so einem Campovolo-grauen Auto eine hervorragende Kombination ist. In dem Fall hier sind das jetzt echte Ganzjahresreifen. Da müsst ihr übrigens gerade bei der Auflastung wahnsinnig aufpassen, dass die Traglast der Reifen zu den aufgelasteten Fahrzeugen auch passt. Weil das, was teilweise passiert, ist, dass die Leute große Felgen drauf machen, schicke Reifen drauf machen, aber gerade AT-Bereifung hat oft mit Achsentraglasten Riesenprobleme. Und dann passiert nämlich das, dass ihr das Fahrzeug insgesamt auflastet, gleichzeitig aber die Hinterachse ablastet, und das ist ja irgendwie nicht im Sinne des Erfinders. So aber, wenn wir insgesamt einen halben Schritt zurückgehen und uns das angucken, finde ich, ist das eine wahnsinnig schicke Konstellation. Campovolo grau, schwarze Felgen, alle Anbauteile, die Bühne schwarz, drüben die Markise schwarz, alles, was wir sonst so gemacht haben, wie die Sogtoilettenentlüftung, natürlich auch schwarz, und auch die Schnauze natürlich mit dem schwarz glänzenden Kühlergrill, den schwarzen Scheinwerfern, insgesamt eine schöne Sache. Was bei dem Wagen noch das Tüpfelchen auf dem berühmten i sein wird, ist, dass das Original Pösseldekor, was hier noch drauf ist, in Kürze diesen Wagen verlassen wird und dann hier in der Mitte ein schwarz-matter Streifen drüber gehen wird. Ich glaube, dann sieht das noch mal ganz aus. Sollte das rechtzeitig geschehen, bevor wir das Video geschnitten und veröffentlicht haben, blenden wir jetzt genau an dieser Stelle noch mal ein, wie der Wagen fertig aussieht. Bevor wir uns den inneren Werten dieses Purser Road Cruiser XL widmen wollen, wollte ich euch einfach mal nicht vorenthalten, wie so ein Dach von oben aussieht, damit ihr euch einen Eindruck verschaffen könnt davon, was man auf dem Dach machen kann und was man nicht machen kann. Hier haben wir schon eine ganze Menge drauf. Das heißt, ich glaube, so viel weiteres braucht man gar nicht. Wir haben hier zwei Solarpanels. Jedes einzelne hat 120 Watt. Das sind natürlich monokristalline Module. Es ist natürlich ein MPPT-Regler unten mit drin. Das heißt, ein Solarregler, der auch bei schlechten Lichtverhältnissen im Verhältnis mehr rausholt. Und was der Wagen jetzt noch zusätzlich mit drauf bekommen hat, ist die Sidetrack Premium als Sattanlage. Premium steht bei Ten Half dafür, dass die Sattanlage einhergeht mit dem Fernseher, damit ihr am Ende alles über ein Gerät steuert. Wenn wir uns das Dach so angucken, theoretisch hätte man hinten noch ein bisschen Platz. Das heißt, sei es jetzt zum Beispiel für eine Internetantenne oder für ein drittes Solarmodul, auch wenn ich glaube, dass man das nicht braucht, weil das so schon gut ist, ist sogar noch ein bisschen Raum, was zusätzlich mitzumachen. Aber so richtig viel mehr passt nicht drauf. Und die Markise natürlich in Schwarz da vorne auch mit auf der Rundung mit drauf. Das ist tatsächlich jetzt eine Fiamma-Markise. Gibt ja da so als, ist mal die Standardhersteller Fiamma, Dometic und Thule. Bei den hohen Autos, so wie das der Road Cruiser XL ist, kommt meiner Meinung nach eigentlich nur die Fiamma-Markise in Frage, weil wir nur bei Fiamma einen vernünftigen Dachadapter oben haben, um die Originalmontagepunkte. Ich weiß nicht, ob man das von da sehen kann. Das sind so Klemmpunkte, könnt ihr euch so vorstellen, wenn die Glaserwagen fahren, müssen ja auch irgendwo diese Glasdinger angebaut werden. Dafür gibt es richtige Montagepunkte und Fiamma hat halt Adapter, wo die Markise direkt drankommt, damit die Kräfte an den richtigen Stellen mit drangehen.
Ja, insgesamt glaube ich von außen ein richtig rundes und schönes Auto. Und wie so ein Road Cruiser XL von innen aussieht, das schauen wir uns jetzt auch nochmal gemeinsam an. Ja, herzlich willkommen im Road Cruiser XL. So wie ihr es ja gerade schon gesehen habt, einfach ein super schickes Auto. Auch hier dieses graue Thema ganz klar weitergespielt. Wir haben den Möbelbau Elegance kombiniert mit den Silver Polstern, so wie das hier steht. Ich glaube, eine Kombination, die hervorragend zusammenpasst. Wem das nicht gefällt, gibt es den Road Cruiser XL, so wie alle anderen Pössl D-Line Autos, auch in dem normalen Basic Holzdekor. Das haben wir in einem anderen Video gerade gezeigt. Da haben wir den Avanti EB und den Road Cruiser XL verglichen. Der XL, den ihr dort seht, hat das Holzdekor Basic. Das verlinken wir euch jetzt oben in der Ecke auch nochmal, damit ihr euch das Video auch anschauen könnt. Da könnt ihr sehen, wie toll, oder nicht wie toll, sondern wie unterschiedlich die Hersteller die gleiche Außenform nutzen. Und obwohl es auf der Grundrisszeichnung im Prinzip der gleiche Grundriss zwischen beiden Fahrzeugen ist, wie man eben doch sehen kann, wie Lastrada ganz andere Wege geht als Pössl, was ganz unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich bringt. Das haben wir versucht, da ein bisschen rüberzubringen. Also schaut euch das auf jeden Fall auch an. Und wenn wir schon dabei sind, Werbung für uns und unseren Kanal zu machen, wenn ihr noch ein paar schicke Bilder zu den Autos sehen wollt, solltet ihr auf jeden Fall auch unseren Instagram-Kanal oder Instagram-Feed, wie auch immer man das professionell nennen sollte, abonnieren. Folgt uns also auch dort. Einfach Togo Reisemobile suchen, dann findet ihr das schon. Aber heute Road Cruiser XL. Das, was ihr hier seht, ist einfach eine mega Stehhöhe. So hoch, so viel Raum gibt es in keinem zweiten Auto. Und das spricht auch ganz klar quasi für die Kunden. Nahezu alle Käufer von Road Cruiser XL sind Menschen, die genauso groß oder größer sind als ich. Wenigstens einer von beiden, die mitfahren, sind ja meist dann doch zwei Personen bei so einem klassischen Zwei-Personen-Grundriss, weil man diese Stehhöhe, die hier drin ist, nahezu nirgendwo anders hat. Und auch hier haben wir im Innenbereich viele, viele kleine Details mit eingebaut. Oder einige Sachen sind gar nicht so aufwendig vom Montieren, aber wir haben zum zusätzlichen Lesespot. Und das, was ich draußen schon auf dem Dach gezeigt habe, eben unter anderem auch die Sat-Antenne. Bei der Sat-Antenne ist das oben auf dem Dach, könnt ihr uns das frei überlassen, aber ihr müsst euch natürlich Gedanken machen, wenn das in euer Auto kommt, wo ihr das gerne in eurem Auto drin haben wolltet. Ein ganz klassischer Platz für einen Fernseher ist der Platz hier in der Sitzgruppe, weil in der Regel Beifahrersitz im gedrehten Zustand die komfortabelsten Sitze sind, die ihr im Fahrzeug habt. Und Pössl ja hier auch schon so eine Aussparung quasi frei hält, wo man Fernseher reinschieben kann. Das setzt natürlich voraus, dass man einen verschiebbaren Fernseharm hat. Wir haben hier einen Fernseharm genommen, der einerseits verschiebbar ist, was selbstverständlich sein muss, gleichzeitig aber eben auch noch mal 180 Grad rumzuklappen ist, wenn der Kopf hier nicht im Weg ist, so dass man jetzt von innen, also ich klappe das mal wieder zurück, wir wollen es ja erstmal nur sehen, wie es funktioniert, dass man jetzt vom Bettbereich auch gucken könnte. Aber eigentlich müsst ihr euch erstmal die Grundfrage stellen, wo wollt ihr Fernsehen? Da sollte der Fernseher hauptsächlich darauf ausgerichtet sein. Und wenn man dann über eine geschickte Wahl des Arms realisieren kann, dass man den Fernseher auch von der anderen Position, möglichen Position sehen kann, ist das natürlich schön. Aber ehrlicherweise ist, wenn der Fernseher hier ist, ist ein großer Kompromiss, von hinten zu gucken. Und wenn wir den Fernseher hinten am Bett machen, ist ein großer Kompromiss, von vorne zu gucken. Das heißt, grundsätzliche Entscheidung einmal machen. Das hier ist, was ich oben schon gesagt habe, eine Tenhaft Sidetrack DX Premium, so heißt das Ganze. Premium steht eben dafür, dass es die Kombination aus Fernseher und Sat-Anlage ist und wir alles nur über die, über die Fernbedienung des Fernsehers steuern. Ich habe jetzt einfach nur eingeschaltet, das hört man jetzt glaube ich im Video nicht, aber die Antenne fängt jetzt parallel an oben rumzurödeln und wir gucken mal, wie lange sie braucht, jetzt den Fernseher oben zu finden. Nach 30 Minuten hört sie spätestens wieder auf. Was ihr hier sehen könnt, das gehört eigentlich nicht zum Fernseher. Okay, das ging sehr schnell. Das erkläre ich gleich nochmal kurz. So schnell geht es eigentlich nicht. Das, was jetzt hier passiert ist, ist, dass die Kollegen, die es eingebaut haben, geprüft haben, ob das Ganze funktioniert. Dann sucht die Sat-Anlage sich oben den Platz und wenn man an den ähnlichen oder den gleichen Ort fährt, fährt die Sat-Anlage, damit sie möglichst schnell findet, erstmal in die letzte Position zurück. Und das scheint hier genau zu funktionieren und zu passen. Deswegen hat sie das jetzt sehr schnell gefunden. Normalerweise dauert das deutlich länger. Ich sage mal irgendwo zwischen 30 Sekunden und 3 Minuten. Das jetzt war schon sehr, sehr schnell.
Ja, es ist Wintersportsaison, deswegen auch dicke Jacken an und es ist kalt. Da ist so ein Auto richtig das Richtige, um vielleicht auch mal zusammen, was ist denn das, Parallel-Snowboard-Rennen zu fahren. Was ich auf jeden Fall gerne mal machen würde, wobei eigentlich Biathlon, glaube ich, viel mehr das wäre, wo ich mit dem Wohnmobil mal hin will. Das, was aber auf jeden Fall toll ist, ist, wenn ihr an den Fernseher so eine Soundbar dranhängt. Dadurch habt ihr eine vernünftige Soundqualität, wenn ihr Filme guckt oder auch einfach so mal was hören wollt. Und das Schicke ist an diesen Soundbars, die könnt ihr meist auch als Bluetooth-Box benutzen. Das heißt, ihr könnt sie ohne Fernseher mit eurem Handy koppeln und das, was ihr bei Spotify, iTunes Music oder was auch immer ihr vielleicht für Accounts habt oder einfach nur eure CDs, die ihr selbst als MP3s dabei habt, könnt ihr dann auch darauf streamen und dann habt ihr quasi über die Soundbar gleichzeitig eine Anlage im Auto mit dabei. Ich mache jetzt den Fernseher mal wieder aus. Ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Spielt aber auch keine Rolle. Ich habe von Snowboard eh keine Ahnung. Das ist jetzt ein Fernseher der Alphatronics, nicht Alphatronics Fernseher. Der Ten Haft Fernseher hat keinen integrierten DVD-Player. Ich gehe jetzt ein bisschen mehr auf die einzelnen Details ein, weil es ja nicht nur um das Auto geht, sondern auch um andere Dinge mit dabei. Wenn ihr sagt, ein DVD-Player spielt für mich eine große Rolle, dann könnten wir auch einen Alphatronics Fernseher verbauen. Dort habt ihr meist noch einen DVD-Player mit drin. Und das sind jetzt 21,5 Zoll. In meinen Augen harmoniert das prächtig mit der Einbauposition. Wer es drauf anlegt, kann sicherlich auch 24 Zoll reinmachen. Aber dann ist der Fernseher schon sehr so, hier bin ich. So, Fernbedienung weg, damit der Fernseher keinen Standby-Strom verbraucht. Hauptstromschalter ausschalten und dann haben wir das Thema Fernseher in diesem Fall auch erledigt. Führt euch noch mal ganz kurz zu Gemüte. Ich werde es nicht müde zu sagen, wie viel Raum über mir, dem 1,92 großen Menschen mit Schuhen und hoffentlich heute auch halbwegs aufrechte Haltung ist. Hier ist richtig Raum nach oben. Und selbst wenn ich eine Stufe nach oben gehe, in das Raumbad, in der Dusche, von oben was, von unten was, es ist immer noch deutlich Raum. Wenn ihr wissen wollt, wie viel genau, schaut in die anderen Videos. Ich meine, wir hatten ungefähr 2,13 Meter, 2,14 Meter an Höhe gemessen. Auch wenn hinlänglich bekannt, der Road Cruiser XL hat das berühmte Raumbad von Pössl. Einfach von der Raumökonomie eine tolle Lösung, weil ihr in der Mitte des Fahrzeugs einen klassischen Raumteiler habt, mit dem man sich in beide Richtungen abtrennen kann. Das heißt, wenn einer abends noch Fernsehen will, wie in diesem Fall, kann der andere wunderbar hinten schon auf seinem 2,13 Meter langen Bett liegen. Man hat sehr viel Raum auf der Toilette und in dem Augenblick, wo man die Toilette nicht braucht, nimmt sie aber eben auch nicht viel Platz weg. Nachteil der Lösung ist die kleine Stolperkante hier unten. Und ein bisschen mehr Handling beim Benutzen der Toilette. Netter Nebeneffekt, wenn der Hubschrauber vorbei ist. Kühlschrank auf Augenhöhe. Wir haben hier den Kühlschrank richtig schön auf Augenhöhe. Ich kann komfortabel davor stehen. Habe ein kleines Gefrierfach hier oben mit drin. Insgesamt eine komfortable, schöne Lösung. Alles in allem denke ich, der Road Cruiser XL ein Fahrzeug, wo der Schwerpunkt ganz, ganz klar auf dem hier hinteren Bereich ist. Wir haben die Matratzen extra mal eingepackt gelassen, damit ich mich da drauflegen kann. 1,92 Meter und guck mal, wie viel Platz hier noch immer nach oben ist. Und das, obwohl ich mit den Füßen hinten nicht mal an der Kante bin. Also einfach wirklich ein Bett, in das man auch als großer Mensch vernünftig reinpasst. Hier übrigens mit dieser 7-Zonen Kaltschaummatratze, das ist einfach wirklich eine total komfortable Lösung. Die sind vor allem ein bisschen weicher als die originale Pössl-Matratze. Mal abgesehen davon, dass große Betten auch einen großen Stauraum unterm Bett mit sich bringen, habt ihr hier auch eine ganz geschickte Lösung. Man kann den hinteren Teil des Lattenrostes von oben hochklappen und hat da einfach einen sehr, sehr großen Stauraum mit so einer Kleiderstange, dass ihr da auch mal was hängen könnt. Insgesamt ist es aber vor allem ein großer Raum. Das Brettchen kann ich hier wegnehmen, dann habe ich einen mega komfortablen Aufstieg nach hinten und diese ganze Stufengeschichte in der Mitte kann ich mit 4 Schrauben lösen und dann könnte ich die auch wegnehmen, wenn ihr mal was Langes durchzuladen habt. Insgesamt haben wir natürlich hier hinten die 6 großen Schränke, überall die offenen Ablagen. Hier eine Ablage, den Kühlschrank, hier unten noch ein Schrank, da ist auch eine Kleiderstange drin, also das ist auch ein großer Stauraum. Also im hinteren Bereich, gerade für Klamotten und solche Dinge, sehr, sehr viel Stauraum. Im Vergleich zu seinem Bruder, dem normalen Pössl Road Cruiser, fällt der Küchenblock ein bisschen schmaler aus. Auch da haben wir schon mal ein Vergleichsvideo gemacht zwischen dem normalen Road Cruiser und dem Road Cruiser XL.
wo man sieht, wo die Unterschiede sind. Trotzdem haben wir hier natürlich die zwei oberen Schubladen und die zwei großen Schubladen hier unten drunter, in der Mitte einmal geteilt. Und die ist nochmal genau das Gleiche. Die sind jetzt nicht mega tief, aber sollten für alles reichen. Das Ganze kombiniert mit dem Kochfeld, dem kleinen Waschbecken. Das ist ein bisschen kleiner als in anderen Fahrzeugen. Aber wenn ich ein Fahrzeug mit 2,15 Meter Bettlänge haben will und das Auto nicht 6,50 Meter oder mega lang werden soll, dann ist das definitiv die einzige Lösung. Unter der Bank ist kein Stauraum, da sitzt die Heizung mit drin. Also da brauchen wir in dem Sinne nicht weiter reingucken. Dass die Heizung hier vorne platziert ist, hat den großen Vorteil, dass es da, wo ihr viel Zeit verbringt, gerade wenn ihr zum Beispiel beim Biathlon gewesen seid, wo wir vorhin, was wir eben gesehen haben, beim Snowboardfahren, dass wenn ihr zum Auto zurückkommt, ihr reinkommt, da wo ihr euch aufhaltet, es schnell warm wird und gerade da, wo man im Bett liegt, sind natürlich viele Heizungsausströmer, auch unterm Bett ein Heizungsausströmer. Aber da darf es ruhig trägerwarm werden, weil man da ja eh Decken hat und dahin geht, wenn das Auto sowieso schon durchgeheizt ist. Ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen davon, wie man so einen Roadcruiser XL weiter veredeln kann. Das sind natürlich alles Dinge, die wir nicht exklusiv an diesen Roadcruiser XL hier ranschrauben, sondern auch an jedes andere Fahrzeug anbauen können. Fernseher, Sattanlage, Solaranlage, die ganzen anderen Dinge, die dran sind, auch die Bühne. Sagt uns einfach, was so die Bedürfnisse sind, die euer Fahrzeug hat und dann können wir das an eurem Fahrzeug ziemlich sicher auch umsetzen. Und wenn ihr noch nicht genau wisst, was eure Bedürfnisse sind, dann lasst euch einfach weiter von den Videos inspirieren und sammelt Ideen. Irgendwann wird der Aha-Effekt kommen, an dem ihr sagt, hey, genau das Auto will ich haben. Und wenn es soweit ist, sind wir gern für euch da. Bis dahin natürlich auch gern mit diesem und vor allem mit allen weiteren kommenden Videos. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, viel Spaß und schöne Grüße aus Stowe.